Herzlich willkommen und hallo bei Not Another Dope Show. Ich habe ein bisschen eine schwere Zunge wegen der Medizin. Deswegen verzeiht mir, falls ich nicht ganz geradeaus reden kann. Aber ich kann klar denken. Ganz KV Wochenreflexion vom 11.12. bis 18.12.94. Diese Woche ist nicht viel passiert. Außer, dass ich darauf warte, dass sich Frau M. meldet, damit ich den verbindlichen Kostenvoranschlag für die Wohnung bekomme. Ich habe beinahe täglich auf ihren Anrufbeantworter gesprochen. Bis jetzt hat sie aber nicht zurückgerufen. Aber ich werde nicht locker lassen, denn die Zeit rast nur so dahin. Irgendwie bekomme ich Torschlusspanik und in wenigen Tagen bin ich 13 Monate hier. Es reicht langsam. Ich habe totale Schwierigkeiten, Kontakt zu den neuen Eingewöhnungsphasen zu bekommen. Nicht einmal die Namen weiß ich. Ich freue mich auf nächste Woche und dass Michaela hochkommt. Ansonsten hoffe ich, dass ich Mitte nächster Woche entweder einen Arbeits- oder einen Mietvertrag in der Tasche habe. Ha! Es ist echt jetzt langsam zum Ende. Das ist die vorletzte Woche, Leute. Der vorletzte Eintrag. Und es war wirklich so. Ich hatte einen Antrag gestellt auf Verlängerung der Therapie, weil ich hatte ja nur eine Kostenzusage für 12 Monate. Dann habe ich um einen Monat verlängert. Erstens mal, weil das mit der Wohnung noch nicht geklappt hat und mit der Arbeit und alles. Und weil ich gewusst habe, Michaela kommt noch oben. Und die Chance, die letzte Chance, dass wir doch noch zusammenkommen, die wollte ich mir natürlich nicht verbauen. Und ob das geklappt hat, erzähle ich heute beim nächsten Mal, ne? Peace out!